Okay, jetzt sind wir schon im Bossbereich und da hinten sind wir auch schon da. Bam. Ja, wenigstens kriegt ihr so was von einer coolen Sprintfähigkeit zu sehen. Denn nachher im Spiel kann ich sie einfach nicht benutzen. Hallo, hallo, hallo. EP sammeln. Ecken? Hä? Ja, nichts. Kaufen. Heilkit. 10. Und weil es so schön war, nochmal 10. So. Was haben wir noch so? Frischfleisch, Dynamit, Gegengift. Heilvergiftung. Davon kaufe ich mir auch mal 10. Und ich kaufe mir mal noch 2 Lotions, wenn ich schon dabei bin. Lotion. So, und dann gehen wir auf Verkaufen. Meine Nase juckt. Entschuldigung. Verkaufen den grellen Staub. Der uns ja so viel bringt. Boah, ich bin reich. Dann haben wir hier noch einen Trödel. Den kann man auch verkaufen. Das war's, glaube ich. So, da muss ich mal eben meine Gegenstände ordnen. Ich glaube, das war's. Meine verdammte Nase verwenden. Dann gucken wir erstmal durch. Sind die Lotion gestampelt und ich habe ein bisschen Platz. Okay. Und wieder zurück. Epischer Sprint. So, erstmal soll ich mich vielleicht wieder hochheilen. Gegenstände verwenden. Zwar benutzen wir vom unteren Päckchen. Okay, ich glaube, die letzte Heilung war Verschwendung. Aber egal. Ich habe ja die Kohle zurzeit. So. Und wie gesagt, auf Nen brauche ich nicht hoffen. Man kann sich nur mit Heilgegenständen in Braid of Fire Dragonfodder heilen. Nein, da rein. Ich wollte schon den falschen Weg gehen. Hier rein. Highspeed-Modus. Geh auf. Nach oben geh erste. Ich weiß, dass wir 2 Stockwerke runtergegangen sind. Glaube ich. Tut mir leid, dass ihr euch das gerade antun müsst. Sesam, öffne dich. Die erste Tür war's, meine ich. Ja, hier ging's lang. Und hier geht's schon gleich hoch. Und dann bin ich auch schon gleich da, wo ich schon war. Da, wo ich schon war. Aha. La la la. So ein verdammt langer Weg. Nach oben, bitte. Damn, wo bin ich hier? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Sesam, öffne dich. Ah, jetzt war ich, bin ich da, wo die Zwischensequenz war. Dann hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Sesam, öffne dich. Ich leg mal ein Fleisch auf den Boden. Und die Viecher sind absolut ätzend. Okay, ich kann sie nicht mit einem Feldangriff besiegen. So, und dass ich mich die Viecher erinnere, muss bedeuten, dass sie wirklich ätzend sind. Ich nehme alles zurück. Wahrscheinlich sind die einfach total nervig gewesen. Okay. Aber damit hätte ich eigentlich auch schon gewonnen. Ich setze erstmal ein Feuerchen hin. Da mache ich mal ein Rütteln. Das müsste nämlich reichen auch. Und noch eins, dann ist es tot. Okay, erledigt. Ein klarer Sieg, würde ich sagen. Was macht man eigentlich meine Gruppen-HP? Machen wir mal ein Level-Up mit Nina.
Stufe hoch. So, jetzt braucht ihr wieder sicher einen Haufen bis zum nächsten Level, als hätte ich es nicht gewusst. Komm, komm, na. Die Viecher sind einfach nervtötend, glaubt's mir. Ich kann ihn von hier aus treffen. Mach ich einfach mal zwei Todesboten, dann müsste der auch schon Geschichte sein. Bams. Und noch einen zum Mitnehmen. Fail. You fail. Okay, Rückzug. Zug beenden. Jetzt wäre wieder mit Nina dran. Rütteln. Ich rüttel den jetzt einfach tot. Vorsicht. Stürmische Attentäter. Fleisch. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Da ist noch einer. Immer schön die Kamera drehen in diesem Spiel. Das ist so hinterhältig, das Spiel. Glaubt's mir. Komm. Ja. Ich hatte gerade gedacht, er würde das Fleisch aufheben. Meine größte Sorge in diesem Spiel, er hebt das Fleisch auf. Todesbote. Ich hoffe, er trifft zweimal. Kabam! Der erste hat getroffen und der zweite auch. Und damit werde ich die Sache schon erledigt. Hier sind sicher noch mehr von den Viechern. Noch ein Flucht. Noch ein Dynamite. Die wird überprüfen, die wird überprüfen. Zugriffwarnung, die wird 1-2 Sicherheitssperre aktiviert. Tür versperrt. Okay, das ist unsere erste D-Wert-Tür. Die lässt sich nur öffnen, wenn man einen bestimmten D-Wert hat. Also das Spiel schon mehrmals durchgespielt hat. Oder mindestens einmal. Oder what auch ever. Kurz, wir können diese Tür nicht öffnen, aber... wir können uns hier mal umschauen. Und ich vermute überall noch irgendein Drecksmistvieh. Wir spielen hier nicht umsonst. Great of Fire. Dragon Quarter. Es sind schon wieder diese Mistviecher. Ich heb das Fleisch auf, ich heb... Na, gut. Glück gehabt. Okay, das ist jetzt wieder so ein Two-Hit-Opfer. Nicht zu viel verblasen. Na komm, 60. 60. Gib mir 60. Der will mir keine 60 geben. Ach, jetzt. Zweimal Todesbote, genau. Bam, und in der extra Runde beendet das Ganze. Dum, dum, dum. Taktikbonus plus 10%, Bewertungsbonus plus 6%. Und es gibt nur 12 Erfahrungspunkte trotzdem. So, ich füge mal noch ein Fleisch in den Raum. Drehen, guck da an die Decke. Ist was an der Decke? Nein, gut. Weiter, in den Gang werfen. Ist nichts. Okay, weiter geht's. Ein verfickter Raum. Was hinwerfen. Jawohl. Wir haben zwar mein Fleisch weggefressen, aber das war's mir wert. So, was machen wir jetzt? Hinrennen. Dem Mistvieh einen Todesboten geben. Bam. Und jetzt renne ich wieder zurück, würde ich sagen. Kein Risiko. Zu beenden. Jetzt müsste Nina dran sein und noch ein bisschen nach vorne bewegen, wenn es geht. So. Geludon. Einen etwas weiter vorne. Damit nicht beide auf einmal aktiviert werden, wenn da einer reinläuft. Und einen etwas weiter hinten. Und ich nehme mal an, die Spinne wird nicht bis zu uns durchkommen. So mein Tipp. Ja, auf jeden Fall beende ich jetzt erstmal den Zug. Ja, dann ist das Vieh dran und verbrennt. Wie geplant. Optimal. Und der zweite Kreis steht noch. Ah, aber er wird gleich an unserer Verteidigung vorbeikommen. Und Gott sei Dank, er hat nicht genug. Bleib hier. Aus dem Weg.
Bam. Und ein Hehe kriegen wir noch rein. Das machen wir auch. Okay, Zug beenden. Jetzt ist Rio dran. Und ich denke, ich kann das mit Rio beenden hier. Zweimal Todesbote sollte reichen. Einmal Todesbote reicht optimal. Nur eine Todesspinne ist eine gute Spinne. Bewertungsbonus 20%. Krass. Er guckt an die Decke. Wieso guckt er an die Decke?